Mein Name ist Norbert Dobleit. Ich begrüße Sie bei der Messe Arbeitsschutz aktuell, 19. Oktober 2022. Und an diesem 19. Oktober sind wir jetzt eine halbe Stunde hier für Hans Schäfer Workwear. Und da möchte ich Ihnen jetzt einen Mann vorstellen, der einen Bizeps hat wie ein Schlaghammer, der Gladiator ist, der Mr. Universum ist und seit einem Jahr, nämlich seit dem 19. Oktober 1921, das Werbegesicht von Hans Schäfer. Begrüßen Sie mit mir Ralf Möller. Guten Morgen, guten Morgen. Hallo, mein lieber Ralf. Grüß dich, mein lieber Norbert. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Danke, und danke. Ich sehe mal nur leuchtende Gesichter hier. Guck mal, Wahnsinn, der Uwe Hück hier auch gleich in der ersten Reihe, du. Und Uwe Hückes hier hat auch schon eine Hans-Schäfer-Hose anprobiert. Ralf, du auch in Hans-Schäfer ausgestattet. Wie trägt sich's? Grausam. Nein. Das ist also wie eine zweite Haut. Ich, jetzt werden die sagen, naja, das ist und Werbung. Aber ich mache grundsätzlich für keine Firma Werbung, wo ich nicht wirklich, dass ich wirklich dann glaube, ne? Dass es auch richtig Spaß macht. Ich habe, glaube ich, weiß nicht wie viel, mit Porsche war ich damals Markenbotschafter, jetzt sind es zwar für BMW, aber ja. Ralf, greif mir nicht alle Fragen vorweg, ich habe mein Interview so ein bisschen vorbereitet, deswegen ne, nimm mir nicht alles vorweg. Ich wollte ist toll, also fühlt sich toll an, kann man auch zur jetzt gerade bei dem Sauwetter da draußen. Ja, kann man wunderbar anziehen. Ja, und vor allen Dingen wasserabwendend, ganz wichtig. Stretchy, ja? Ralf, ist mir wichtig, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dich so auch so mal ein bisschen kennenlernen. Also man kennt dich aus den Medien, man kennt dich aus der Werbung. Hier haben wir wundervolle Videoclips von Hans Schäfer, die im Hintergrund laufen. Aber du hast ja eigentlich schon mit Workwear angefangen, nämlich mit einer weißen Badehose. Du kommst aus Recklinghausen. Diese Bodenständigkeit, diese Ruhrgebietszustimmigkeit, die macht dich aus, weil du bist ein unfassbarer Sympathieträger neben deinen beruflichen Erfolgen. Aber erzähl mal, du hast als Bademeister angefangen und das war eigentlich dein erster Job, deine erste Workwear. Wie kam es damals dazu? Ja, mein Gott, wie kam es dazu? Also es heißt Schwimmmeister, aber ich weiß, im Volksmund sagt man immer Bademeister. Den Job gab es seit 76. Ich wollte zur Polizei, dann habe ich zwar alles soweit bestanden, aber ich war mit 16, 17, habe ich so eine Akne im Gesicht gehabt. Da haben die gesagt, den müssen wir ein Jahr noch zurückstellen. Dann sage ich, jetzt könnt ihr mich machen. Dann habe ich bei der Stadtverwaltung in Recklinghausen angefangen. Sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt schon pensionierter Polizeibeamter. Und ja, da ging das schon los mit Workwear, sag mal, eben, das war leicht Bekleidung. Wobei, die Schwimmmeisterlehre bezieht sich ja nicht nur aufs Becken und schauen, dass keiner ertrinkt, sondern du bist wirklich auch im technischen Bereich. Und da haben wir wirklich noch den Blaumann getragen, also so Sachen gehabt, die man als Arbeitskleidung damals bezeichnet, der man das auch angesehen hat. Hier mit den Sachen kann ich ja rausgehen ins Fitnessstudio oder gleich zum Wandern in die Berge. Aber von der weißen Badehose oder der Workwear damals kam dann deine Entscheidung als junger Kerl. Ich nehme mal an, du standst immer am Beckenrand und hattest eine sehr schlechte Figur und dachtest so, jetzt muss ich mal anfangen zu trainieren. Wann kam dann die Entscheidung, dich dem Bodybuilding hinzuwenden? Ja gut, ich war sieben Jahre lang Schwimmer, SV Neptun 28 und in Recklinghausen. Und ich habe immer die Filme gemocht, den Bruce Lee. Das war in den 70er Jahren, das werdet ihr auch noch alle erkennen. Der war ja zwar kleiner, aber definiert und hat seinen Latissimus ausgefahren. Und meinem jetzigen Freund Arnold, der war auf diesen Romanheften aufgepumpt. Ich sagte, das gibt's gar nicht, so kann einer gar nicht aussehen. Da haben die wahrscheinlich irgendwie was noch da dran gemalt. Aber das war dann wirklich so. Und ich habe quasi angefangen, weil ich im Schwimmsport, vom Vereinssport gar nicht mehr so die Zeit hatte. Deshalb bin ich dann nach Herne, habe dort in einem Fitnessraum getrainiert. Das war so à la Rocky Balboa, verrostet. Die Geräte sind hin und her gewackelt und ich habe 45 Minuten gebraucht, um hin und her zu fahren. Das fing ich an, dann bin ich zum Studio Fitness Brand gegangen und da habe ich dann gesagt, Mensch, ich soll mich auf der Bühne stellen. Ich bin bisher ins Wasser gesprungen, aber doch nicht jetzt auf der Bühne stellen und mich einölen und die Bizeps zeigen. Aber das habe ich dann doch gemacht, weil ich den sportlichen Effekt hatte. Ich wollte gerade einhaken, das war ja nicht nur dann Fun, sondern es war ja dann auch eine Passion. Du warst ja auch unfassbar
unfassbar erfolgreich, Mr. Universum. Da gehört wahnsinnig viel Disziplin dazu, Ralf. Wie sah dein Leben als Bodybuilder aus? Wie muss man sich, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, wie war damals dein Leben? Ja, zweimal am Tag Training. Dann Mutter hat noch damals immer gekocht, beziehungsweise Fisch und Fleisch, was ich nicht damals zu der Zeit alles gegessen habe. Aber alles gute Sachen natürlich sollten es sein, Proteine und Kohlenhydrate, weil die brauchte ich halt auch. Ich habe morgens manchmal 1,5-2 Stunden trainiert oder am Abend bin ich dann nochmal hingegangen. Später dann zum Wettkampf hat man eine Diät gehalten, um die Muskulatur dann definierter zu zeigen. Und dann eben in Japan, in Tokio 1986, wurde ich dann Weltmeister. Ich wurde 83 Deutscher Meister, dann Weltmeister. Aber ich muss den Leuten auch sagen, wir sind natürlich auch schon seit 86 befreundet. Und wir haben hier einen Olympiasieger, Bronzemedaillengewinner im 4x400 Meter. Vielen Dank für die Blumen, aber jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Und es ging ja dann, Ralf, als Bodybuilder, das war noch immer nicht das Ende der Station. Also wir haben jetzt den Schwimmmeister, ja. Wir haben den Mr. Universum 86. Und dann richtig. Kam irgendwann dein Entschluss, jetzt gehe ich nach Hollywood, jetzt wäre ich Schauspieler. Wie bist du darauf gekommen? Kurz nochmal aufs Bodybuilding. Ich habe 3 Anläufe. Erst beim 4. Anlauf habe ich es geschafft, Weltmeister zu werden bei einer Größe von 1,86. Und das war das Jahr, in dem die IOC, die Olympische Komitee, sagte, wenn der IFBB überhaupt anerkannt werden möchte, müssen wir Dopingtests machen. Das heißt also, 86 wurden damals von Professor Manfred Donecke aus Köln, der große Dopingjäger, war dort und hat wirklich 2 Wochen vorher bei den Qualifikationen als auch dann am Wettkampftag zuvor die Tests und so weiter gemacht. Deshalb war der Titel erstmal 86 auch einer, der so inoffiziell anerkannt war dann auch. Und ja, und da bin ich dann, also muss ich sagen, ich habe dann mein erster Film mit Götz George, den Tatort, 88. Da hast du eine Leiche gespielt, oder? Nee, keine Leiche, sondern sehr aktiven. Aber viele haben mit einer Leiche angefangen. Aber ich habe angefangen, ich habe das so gemacht, ich bin in München damals rumgegangen, habe gesagt, okay, wie kannst du auf die aufmerksam machen? Und was ich schon vorher gemacht hatte, ich hatte damals im CDF-Sportstudio angerufen und Dieter Kürten gesagt, Mensch, Herr Kürten, das wäre doch mal was. Die haben mich auch im Apparat bekommen. Ja, er sagt dann, Bodybuilding, das ist nichts so für uns. Ich sage, Mensch, die Segelflugzeuge da oben, die da bei euch rumfahren, fliegen, das macht ja auch nicht so viel. Aber er hat mich nicht genommen. Dann habe ich aber nicht aufgegeben und bin zur ARD, Sportschau gab es ja damals immer 18 Uhr, bei dem Rauschenbach. Ich sage, Mensch, Rauschenbach, wie sieht's aus? Ja, Möller, sagt er, 2 Tage später rief er an, ich habe was für Hessen. Ich sage, regional nutzt mir das nichts. Ich sage, ich muss was Bundesweites haben. War auch gerade vor Weihnachten, naja und so. Dann rief er wieder an, sagt er, ich habe dich reinbekommen. Wir machen eine Sportschau, alles pipapo. Und da haben wir dann, ich weiß nicht, damals haben wir noch 14, 15 Millionen Zuschauer gehabt. Also wir lernen mal, Ralf Möller akzeptiert kein Nein. Und das war dann möglicherweise auch der Weg für dich nach Los Angeles. Weil ja. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht ganz so einfach. Man kann dann irgendwie in dieser Stadt, in dieser großen Stadt, der einsamste Mensch der Welt sein. Aber du hast es gemacht, damals mit Frau und einer Tochter. Die zweite Tochter ist ja auch in Los Angeles geboren. Was hat dich damals bewogen, nach Los Angeles zu gehen und in die Schauspielerei zu gehen? Ja, der Gedanke war dann, wo ich dich vorhin unterbrochen hatte, dass ich meine ersten Visitenkarten und Bilder in der Bavaria abgegeben habe und ein paar Monate später habe ich den Anruf bekommen für den Film mit Götz George. Ich habe ihm übrigens hochgehoben, Apfel im Mund gehabt, links und rechts eine gegeben, Apfel abgebissen und weitergegangen. Das war die Szene, die aber immer wieder gezeigt wurde. Damals gab es ja nur im Jahr 6 oder 7, heute gibt es ja jedes Wochenende den Tatort, aber das war dann was. So, dann bin ich hin und ich wusste, Menachem Golan war einer der großen Produzenten, bei denen Stallone schon war, als auch Jean-Claude Van Damme, mit dem ich dann Cyborg gedreht hatte. Und da bin ich hin hoch und habe gesagt, ich bin 12 Stunden geflogen, um 5 Minuten mit Menachem zu sprechen. Und dann hat mich die Assistentin nach oben gebeten und dann war ich dort mit meinem gebrochenen Englisch. Und dann hat sie mir den vorgestellt, der kam dann raus aus dem Meeting. Und zwar war da ein Film mit Carlo Ponti, der Produzent war auch gleich da. Da sagt er, das ist Captain America. So, und da wurde ich dann eingesetzt für Cyborg. Später dann Universal Soldier, war dann eine andere Produktionsfirma. Aber
man musste immer, man hat, wie du schon sagtest, man kann nicht auf die Sachen warten im Leben, sondern man muss es ganz einfach machen. Genau, Ralf. Und wenn man, und das würde ich Ihnen wirklich mal empfehlen, Wikipedian Sie mal Ralf Möller. Man denkt immer nur, Achtung, der Gladiator. Und ich glaube, keiner oder die wenigsten wissen noch, dass Russell Crowe die Hauptrolle gespielt hat. Die denken alle, du warst das. Also Gladiator ist deine Paraderolle. Bei Wikipedia mal gucken, sind endlos viele Filme, die du gemacht hast. Bei all den Filmen, die du gemacht hast, welcher war für dich prägend, welcher ist für dich am meisten Erinnerung und wer, welcher Film hat dich ja, zu dem gemacht, was du heute bist, nämlich in Deutschland tatsächlich ein Hollywood-Star und eine sehr bekannte Persönlichkeit? Ich würde sagen, damals, also gut, man sagt immer der erste Film, aber der erste war nachher mit Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Roland Emmerich hier, Junge aus der Heimat hier, hat die Regie geführt für Universal Soldier. Und der Film hatte ein Budget so von 18, 20 Millionen damals gehabt, das war 1991, der kam 92 raus und der hat weltweit auch 100 Millionen gemacht und das war auch für Roland dann der große Start ins, wir wissen ja alle, hat er riesen Filme gemacht, auch Jean-Claude Van Damme, Dolph und auch mit mir startete das Ganze. Ich war auch erst gerade 6 Monate dann da, als ich schon in dem Film war und bin da auch hingegangen und immer wieder zu Mario Casar gesagt, hier, bin ich Ralf Möller. Das ist ein Magazin, da waren so viele Muskelmagazine. Ich sage, so und so viele Menschen, Millionen Menschen kennen mich auf der Welt. Und dann hat er dem Roland das wohl danach hergegeben. Erst ein anderer Regisseur, Roland kam später dann drauf. Und war ich der Dritte im Grunde im Bunde. Aber dann ging es dann im Grunde los. Klar, wenn man jetzt weiter sieht, ich habe eine Serie gemacht, Conan, die in 80 Ländern lief, etc. Da waren viele Sachen, aber der Ausschlaggebende war dann natürlich nachher Gladiator, weil du hast 11 Oscar-Nominierungen haben wir gehabt, davon 5 gewonnen, als bester Film auch. Und das ist auch noch ein Film, wir sind groß geworden, oder ich und viele, auch noch andere von euch hier, mit Spartacus, Ben-Hur. Und das ist auch so ein Film, den man immer wieder guckt und nach 22 Jahren jetzt schon her, gucken die Leute den immer noch, nach wie vor. Also das würde ich schon sagen. Es gibt noch andere Sachen, die man gemacht hat. Wir haben jetzt einen mit Michael Fassbender und Arnold als US-Präsident, mit mir als Thor, der im nächsten Sommer in die Kinos kommt. Der heißt Kung Fury. Aber das ist so, auch beim Russell, ich meine, der hat ja den Oscar gewonnen. Er hat viele tolle Filme gemacht, aber man ist, dann heißt es immer der Gladiator. Und ich kann damit gut leben, auf jeden Fall. Also ich finde auch, du kannst sehr gut damit leben. Und ist und bleibt irgendwie ein Legendenfilm und da Teil gewesen zu sein. Großen Respekt dafür, Ralf Möller. Deine sympathische Art, deine Popularität, deine Bodenständigkeit aus dem Ruhrgebiet macht dich natürlich auch zu einer sehr, sehr gefragten Werbefigur für Unternehmen. Ich glaube, es gibt kaum einen deutschen Schauspieler, der so viel Werbeanfragen hat wie du. Alle wollen mit Ralf Möller werben, dein Konterfei, dein Gesicht haben. Jetzt stehen wir heute hier und du hast dich für Hans Schäfer Workwear entschieden, Werbepartner zu werden. Was gab den Ausschlag, dich mit Hans Schäfer zusammenzutun? Ja, ich war damals schon vor 10, 12 Jahren mal mit einer Firma zusammen, die auch bekannt ist, aber als wir uns kennengelernt haben, Hans Schäfer, der wird ja nachher noch was, beziehungsweise der Andreas Grewe, der CEO, der auch noch kommt. Als wir uns kennenlernten, die kamen ja auch nicht aus dem Arbeitsbereich, ne? Die haben ja auch andere Textilien hergestellt, mittelständisches Unternehmen. Und wichtig war für mich erst einmal Andreas selbst als Typ, sein Team hat hervorragende, der Jörg und der Martin von Orowski, der übrigens auch Vizeweltmeister im Gewichtheben ist, die haben ja nur so Sportler, der hat mich dann angesprochen und der hat gesagt, Mensch, ich habe da arbeite für eine Firma, die wären interessiert, mal was zu machen. Ich sage, ja, ist doch Workwear, das passt, lass uns doch mal ein Gespräch machen. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann bin ich mit dem Michael Caudera, der mich dann in so Fragen auch immer berät und vertritt, wenn es um Verträge geht. Und dann wurden wir alle ziemlich einig, sehr schnell. Und das passierte, ich meine, ich habe mit großen Unternehmen wie Porsche, Mercedes, jetzt BMW oder mit Lidl, jetzt, wo wir die vegane Ernährung haben. Das sind alles Multikonzerne. Aber was mich hier interessiert, dann ist daran,
dass ich Sachen mache, wo ich mich auch sehen kann und die ich auch wirklich mache. Die Sachen trage ich hier immer auch in Kalifornien mit der kurzen Hose, zack, rein. Fahrradfahren habe ich schon gesehen, ja. Ja, Fahrradfahren oder alles. Und das finde ich so toll, dass man diese Arbeitskleidung heute multimäßig benutzen, also ausbringen. Ich glaube, mein Freund Uwe hat hier auch gerade noch einen. Genau, Uwe, wenn du vielleicht mal kurz aufstehen magst. Einmal ganz kurz. Uwe hat übrigens demnächst hier einen Boxkampf wieder hat gegen einen Weltmeister. Und hier mit seinen 60 Jahren auch fit ist wie nur irgendwas. Also ich kann nur sagen, Hans Schäfer Workwear kann man privat tragen. Man kann sie natürlich auch im Garten tragen, auf der Baustelle. Und für all diejenigen Aktivitäten, für die Hans Schäfer gebaut worden ist. Ralf, bist du eher ein Handwerker oder bist du eher ein Gärtner? Also wenn du jetzt Hans Schäfer trägst, wo schlägt es sich dann am liebsten? In den Garten oder auf dem Bau? Garten. Ich liebe wirklich Rosen, weil die auch immer wieder kommen, alle drei, also eine Rose kommt dreimal im Jahr wieder und so, da habe ich also in Recklinghausen noch ein Haus und so, und an die ganz lieben Menschen kriegen dann von mir eine echte Blume, also von mir aus dem Rosengarten. Ralf, du hast den Inhaber von Hans Schäfer schon eben angesprochen, deswegen wollen wir ihn jetzt auf die Bühne bitten, Andreas Grewe, den Inhaber CEO von Hans Schäfer Workwear. Bitte mit einem kleinen, aber herzlichen Applaus. Yes. Mikrofon hast du das. Andreas, schön, dass du da warst. Jetzt haben wir gerade Ralf befragt, wie ihr zusammengekommen seid. Was gab es für euch den Ausschlag, mit Ralf Möller zu arbeiten? Oder wie seid ihr überhaupt an ihn rangekommen? Er kann jetzt nur Gutes sagen. Oder? Wir sind an ihn rangekommen. Ja. Nee, ja, ich bin kein Profi wieder. Einfach schön ranhalten. Jetzt sind ja alles Freunde hier, alles Bekannte. Ja, der Ralf ist bekannt, jeder kennt den Ralf, und wir haben uns halt überlegt, wer gut zu uns passen würde, und da sind wir eigentlich sehr schnell auf den Ralf gekommen und haben Kontakt hergestellt, und wie es der Ralf schon gesagt hat, es waren sehr nette Gespräche und ein schönes Klima von Anfang an, und deswegen... Und wird auch die Zusammenarbeit weiter fortgesetzt, nehme ich an. Ja. Andreas, von dir, weil du hast buchstäblich die Fäden im Griff. Gib mir 4 Gründe, die für Hans Schäfer sprechen, aus deiner Sicht. Wenn Sie sich für Hans Schäfer oder wenn ihr euch für Hans Schäfer entscheidet, dann wisst ihr, ihr habt eine Kleidung, die ist nachhaltig produziert, die kommt aus einem mittelständischen Unternehmen und es gibt seit über 100 Jahren. Wir kennen unsere Produktionsstätten, unsere Lieferanten persönlich. Das ist für uns immer ganz wichtig. Und wir haben die Erfahrung, gute Schnitte zu machen, kennen die Stoffe und kennen uns damit aus. Und ja, deswegen ist der Ralf auch so zufrieden damit. Andreas, ganz herzlichen Dank. Und Sie sind natürlich alle eingeladen, zum Hans Schäfer Workwear Stand zu schlendern. Ist gleich hier um die Ecke. Martin von Ostrowski hat Ralf schon angesprochen. Der Jörg Hartmann wird Sie herzlich empfangen. Und natürlich auch Andreas. Andreas, Ralf, vielen Dank. Ralf, aber ich habe noch so ein kleines Spielchen mit dir vorbereitet. Das mache ich immer bei einem Abschlussinterview. So, und ich würde dir gerne einen Begriff geben oder eine Aussage. Und du entscheidest dich für eine, okay? So, also, Gladiator oder Terminator? Gott. Das waren beide starke Filme. Also, dann kann man sie nicht entscheiden. Die sind beide geil, starke Filme. Ja, und muss ich mich entscheiden? Ja, natürlich. Das habe ich ja vorher gesagt. Ja, dann Terminator. Terminator, okay. Hasenkeule oder Feldsalat? Feldsalat. Warum? Ja, frisch, Vitamine. Ich bin nun mal halt vegan seit 4 Jahren und man ab und zu rutscht man schon mal ab, nochmal für den Fisch und so. Der Feldhase würde jetzt auch nichts ausmachen, aber generell muss man halt sollte man ein bisschen reduzieren, das Fleisch um 50% bestimmt, besonders wenn man im Alter so von 50, 60, 70 reingeht, ist so mein Tipp, und auch mal nach was anderem Ausschau halten. Genau, und du und Uwe, ihr seid ja Raw Metals, wie man sich anständig ernährt und fit im Alter ist. Ihr seid meine Vorbilder. Eisenstämmen oder Schläger schwingen? Eisenstämme. Eisen, auf jeden Fall. Und Arbeitskleidung oder Smoking? Ja, ganz klar die Arbeitskleidung. Ja. Gut, dann bedanke ich mich. Dann noch letztes gutes Interview, schlechtes Interview?
hervorragendes Gut, Interview. Dann bedanke ich mich. Ihnen danke für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, tun Sie uns einen Gefallen und den Kollegen von Hans Schäfer Workwear, kommen Sie vorbei bei uns am Stand. Wir machen jetzt noch Fotos drüben. Sie haben noch Fragen, die Sie vielleicht stellen. Es gibt eine kleine Interviewrunde noch am Stand. Sie sind herzlich eingeladen bei Hans Schäfer Workwear. Andreas, Ralf, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also tschüss. Selfies und dann da drüben bei ihm. Ne? Wer will. Euch ansonsten noch einen schönen Aufenthalt hier bei der Messe und eine gute Zeit und eine gute Woche. Und wie gesagt, vielleicht sehe ich den einen oder die eine oder andere dann da drüben am Stand. Komm, Uwe.